Grüß Gott, meine Damen und Herren. Ich darf Sie herzlich hier bei Deloitte Österreich in unserem Wiener Büro begrüßen. Mein Name ist Herbert Kober. Ich leite die Steuer- und Förderungsabteilung von Deloitte Österreich. Wir haben unseren Vortrag folgendermaßen aufgebaut. Wir haben hier Herrn Bachleitner von der Austrian Business Agency, der uns die vielen Vorteile des österreichischen Standortes darbringen wird. Neben mir sitzt auch Herr Laube, unser Förderungsspezialist, mit dem ich gemeinsam die steuerlichen F&E-Begünstigungen in Österreich darlegen werde, insbesondere das Institut der Forschungsprämie. Herr Bachleitner, ich darf Sie bitten, zu den allgemeinen Vorteilen des Standortes Österreich zu berichten. Grüß Gott, meine Damen und Herren, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen zu unserem Webinar. Es ist ein wunderbarer Standort, wo wir hier sind. Wir sitzen mitten in Wien, in der Innenstadt, ganz wunderbar, direkt an der Altstadt in Deloitte Büro. Unser Thema ist Nachbar Österreich, beste Chancen für deutsche Unternehmen. Wir schauen, dass wir das auch auf den Schirm bekommen. Es geht darum, wie wir für deutsche Unternehmen hier Ihnen Chancen aufzeigen für den Standort Österreich. Darf ich Ihnen kurz die ABA vorstellen? Den meisten von Ihnen ist die ABA ja bekannt als Betriebsansiedlungsagentur, wo es vornehmlich darum geht, neue Unternehmen in Österreich anzusiedeln. Was wahrscheinlich weniger bekannt ist, wir versuchen das noch weiter zu klicken. Aha. Okay. Was wahrscheinlich weniger bekannt ist, ist, dass wir auch unterstützen, wenn Sie als Unternehmen, das schon in Österreich vorhanden ist, expandieren wollen. Das heißt, sich in irgendeiner Form erweitern. Auch dann stehen wir Ihnen unterstützend zur Verfügung. Als Schnittstelle zu den Behörden oder auch zu den Förderstellen. Wir sind aber auch behilflich, wenn es um eine Finanzierung geht oder Themen wie Immobilien. Alle diese Themen, die Sie brauchen, wenn Sie in eine Expansion gehen oder eine Expansion überlegen, können Sie sich von uns als Austrian Business Agency betreuen lassen. Aber machen wir mal einen Blick auf den Standort Österreich. Schließen Sie doch mal die Augen und machen Sie sich ein Bild von Österreich. Welches Bild sehen Sie vor Augen, wenn Sie an Österreich denken? Und die Frage ist, ob sich das mit der Realität deckt. Österreich hat natürlich viele Klischees. Wenn Sie sich das anschauen, viele denken vielleicht an ihren letzten Urlaub, Skifahren, Wandern, Berge. Andere von Ihnen denken an eine der letzten kulturellen Veranstaltungen, so wie auf diesem Bild das Neujahrskonzert oder vielleicht einen Opernbesuch oder einen Theaterbesuch. Und andere von Ihnen haben vielleicht das gute Essen vor Augen, wenn Sie an Österreich denken. Den Schweinsbraten, das Wiener Schnitzel oder so wie auf diesem Bild die Sachertorte. Aber ist das wirklich die Realität? Und da heiße ich Sie willkommen jetzt im echten Österreich. Wir sehen hier ein Bild von den BMW-Motoren, wie ein Arbeiter einen relativ komplexen Motor montiert. Das größte Motorenwerk von BMW sitzt in Steyr. 2/3 aller Motoren werden in Steyr produziert. 2/3 aller von BMW eingesetzten Motoren kommen aus Steyr. Es werden 3-, 4- und 6-Zylinder-Motoren produziert und BMW produziert mehr als 1 Million Motore im Jahr in Steyr. Und was das Beeindruckende ist, auch das weltweite Kompetenzzentrum für Dieselmotoren sitzt in Steyr. Das als Synonym für das, was auf der nächsten Folie kommt, nämlich wie das ganz allgemein ist. Denn wenn Sie sich das Bruttoinlandsprodukt in Österreich ansehen, dann sehen Sie in dem linken oberen Quadranten, dass etwa 15% des Bruttoinlandsprodukts aus Tourismus und Freizeitwirtschaft erwirtschaftet werden. Während wenn Sie den roten Sektor hernehmen, dann sehen Sie, dass knapp 30% aus dem Bereich Produktion und Industrie kommen. Das heißt, man könnte grob sagen, dass etwa Österreich doppelt so viel Produktionsstandort wie Tourismusstandort ist.
Und das ist eigentlich schon einmal ein bisschen überraschend. Viele deutsche Unternehmen nützen das und wenn wir einen Blick ins Handelsregister machen, sehen wir, dass etwa 8.700 Unternehmen aus Deutschland eingetragen sind im Handelsregister und Sie sehen nicht nur, dass die absolute Zahl interessant ist, sondern auch die Kontinuität. Da im Laufe der letzten Jahre haben sich kontinuierlich immer mehr deutsche Unternehmen in Österreich angesiedelt. Aber Österreich ist nicht nur attraktiv für Unternehmen, für deutsche Unternehmen, Österreich ist auch attraktiv für die Menschen. Und wenn wir uns anschauen, wie das Thema Migration in Österreich ausschaut, dann sehen Sie, dass die größte Gruppe Migranten in Österreich aus Deutschland kommt. Etwa 175.000 Personen aus Deutschland leben schon in Österreich. Und das ist natürlich ein Thema für die Unternehmen, wenn es um Fachkräfte geht. Wir hören immer wieder aus Deutschland, dass in Deutschland Fachkräfte fehlen. Und wir empfehlen hier einen Blick über die Grenze nach Österreich zu machen, denn da finden Sie Fachkräfte, die Ihnen vielleicht in Deutschland fehlen. Und wenn es gerade um das Thema Expansion geht oder um das Thema Forschung und Entwicklung, dann ist natürlich entscheidend, dass Sie die Fachkräfte finden können in Österreich. Und jetzt sind wir schon beim Thema Forschung und Entwicklung angelangt. Und Sie sehen hier auf dieser Folie, wie sich das in Österreich entwickelt hat. Sie sehen hier die Forschungsquote, das heißt die F&E-Ausgaben im Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Und Sie sehen, dass wir hier bei einem Wert über 3% halten. Österreich hat eine Forschungsquote von 3,07%. Das ist an sich schon ein sehr positiver Wert. Aber was Sie an der Folie auch sehen, ist, wie sich das in den letzten 10, 15 Jahren entwickelt hat. Wir sind eigentlich gestartet bei EU-Schnitt und haben über die letzten Jahre konstant immer das dynamischste F&E-Wachstum in der EU gehabt, sodass wir heute eben bei dieser Zahl von über 3% angekommen sind. Interessant ist das auch aus der Innensicht Deutschlands sich anzuschauen. Auf der nächsten Folie sehen Sie nämlich, wohin die F&E-Ausgaben aus Deutschland gehen, die ins Ausland gehen. Und da sehen Sie, Nummer 1 ist die USA mit 18%. 18% aller F&E-Ausgaben aus Deutschland, die ins Ausland fließen, gehen in die USA. Aber Nummer 2 ist bereits Österreich mit 12%. Und das ist in Relation zu der Kleinheit Österreichs ein sensationeller Wert, dass wir hier 12% aller deutschen F&E-Ausgaben, die ins Ausland gehen, fließen nach Österreich. Das zeigt sich auch, wenn wir uns die forschungsstärksten Unternehmen in Österreich anschauen. Hier sehen Sie die Top 10 der forschungsstärksten Unternehmen in Österreich. Und Sie sehen, dass die ersten drei gleich von deutschen Industrieunternehmen besetzt sind. Infineon, Böhringer Ingelheim, Robert Bosch AG sind die Top 3 Forschungsunternehmen in Österreich. Aber Sie sehen, wenn Sie weiter nach unten gehen, auch durchaus deutsche Mittelständler, wie zum Beispiel Trumpfmaschinen, die in Pasching bei Linz ihr Kompetenzzentrum für Biegemaschinen betreiben. Nun, wir haben das Thema Fachkräfte schon kurz angesprochen. Ich komme nochmal darauf zurück, weil es so wichtig ist für die Forschung und Entwicklung. Was bietet Österreich hier? Sie sehen die HTLs, das sind diese höheren technischen Lehranstalten, das sind so Mitteldinger zwischen technischen Gymnasien und Hochschulen. Das ist immer wieder ein Standardargument, das von den Unternehmen genannt wird, um F&E in Österreich zu betreiben. Die größte Wirtschaftsuniversität Europas sitzt in Wien, die BU Wien mit 23.000 Studierenden, 26% ausländischen Anteil. Und ganz wichtig auch, was Fachkräfte anlangt, ist die Freisetzungskosten. Da sind wir extrem gut aufgestellt in Österreich, Platz Nummer 1 im Ranking. Das ist wichtig. Denn nur wenn die Freisetzungskosten niedrig sind, erreichen sie eine Flexibilität bei den Fachkräften und das ist eine wichtige Voraussetzung für F&E. In der nächsten Folie, das nehme ich schon vorweg, deshalb nur ganz kurz, weil das jetzt von Deloitte im Detail kommt, aber weil es so einzigartig ist, möchte ich Ihnen das zeigen. Wir haben eine einzigartige Fördersituation in Österreich, was die Forschungsförderung anlangt. Wir haben eine direkte Forschungsförderung, so wie Sie es aus Deutschland auch kennen, wo Projekte direkt gefördert werden und zusätzlich, und das ist das Einzigartige, gibt es diese indirekte Forschungsförderung in Form einer 12%igen Forschungsprämie,
wo sie auf alle Personal- und Materialkosten 12% in Cash refundiert bekommen. Und das Sensationelle ist, dass das sowohl als auch gilt. Sowohl, sie erhalten für ihr Projekt sowohl die direkte als auch die indirekte Forschungsförderung. Es gibt noch mehr Förderungen, Investitionsförderungen von der Austrian Wirtschaftsservice oder Umweltförderungen von der Kommunalkredit Public Consulting. In all diesen Bereichen gibt es Unterstützung. Wenn es um Förderberatung geht, können Sie gerne auf die Dienste der Deloitte zurückgreifen. Hier sehen Sie jetzt viele Themen aufpoppen, die wichtig sind zum Thema Markterschließung oder zum Thema Wirtschaftsstandort Österreich. Lassen Sie sich davon nicht abhalten. Wichtig, um diese Themen zu beherrschen, ist, dass Sie einen guten Partner an der Seite haben. Den haben Sie in der Austrian Business Agency. Wir helfen Ihnen bei all diesen Themen und wir sitzen mit Ihnen da im gleichen Boot. Sprechen Sie uns an. Hier sind meine Kontaktdaten und wir stehen jederzeit gerne für Sie zur Verfügung. Und damit leite ich über zu der nächsten Präsentation von Herrn Laure zum Thema Förderungen und steuerliche F&E-Begünstigungen in Österreich. Ja, meine Damen und Herren, hier eben die Leute, Robert Laure. Wir sprechen jetzt über die Forschungsprämie. Das ist diese sensationelle Begünstigung, die hier in Österreich dargeboten wird. Die Politik hat sich zum Forschungsstandort auch dadurch bekannt, indem die Forschungsprämie, die ursprünglich bei 10% gelegen ist, jetzt mit 2016 auf 12% erhöht wurde. Es handelt sich dabei um alle Tätigkeiten, die hier in Österreich auf österreichischem Boden erfolgen. Es gibt auf der einen Seite die sogenannte eigenbetriebliche Forschung und Entwicklung, das heißt, hier erfolgen Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten für das eigene Unternehmen. Auf der anderen Seite gibt es sozusagen die Auftragsforschung, wo hier Forschungs- und Entwicklung für andere Wirtschaftstreibende getätigt wird. Das Angenehme an der Sache ist, es ist eine steuerliche Begünstigung, aber es ist nicht nur irgendeine Gutschrift oder eine Reduktion der Steuerbelastung, sondern es ist eine echte Cashprämie. Das heißt, sogar für ein Unternehmen, was neu herkommt und vielleicht Verluste in der Anfangsphase hat, wird dieser Betrag, nämlich 12% der mit dieser Forschung oder Entwicklung zusammenhängenden Aufwendungen, Cash auf das Abgabenkonto des Unternehmens überwiesen. Wie schaut das Ganze mit der Rechtsform aus? Also egal, ob es sich dabei um eine Gesellschaft handelt oder um eine Betriebsstätte oder handelsrechtlich Zweigniederlassung eines ZB deutschen Unternehmens, in beiden Fällen steht die Forschungsprämie zu. Interessant auch, die Forschungsprämie fällt nicht unter den unionsrechtlichen Beihilfenbegriff, da sie eben nicht selektiv vergeben wird, sondern jeder, der diese objektiven Kriterien erfüllt, einen Rechtsanspruch darauf hat. Das heißt, es gibt hier auch kein Problem mit der Judikatur der verbotenen Beihilfe, die wir sonst von direkten Förderungen in Europa gewohnt sind. Es ist auch ein sehr niederschwelliger Begriff. Es heißt zwar Forschungsprämie, aber in Wirklichkeit ist es eine sogenannte Innovationsprämie. Das bedeutet, jede Neuerung, jede Innovation, die ein Unternehmen hier in einer gewissen Branche vonstatten bringt, kann in den Genuss der Forschungsprämie kommen. Wie ist nun das Verfahren? Es ist ein sehr leanes Verfahren. Es ist auf der einen Seite hier in einem Online-Verfahren bei der sogenannten FFG, bei der Forschungsförderungsgesellschaft in Österreich, das Projekt oder die mehreren Projekte einzubringen. Dann gibt es seitens der FFG ein Jahresgutachten, wo dann beschieden wird, ob diese Projekte qualifizieren. Das wird dann an das Finanzamt weitergeleitet. Es wird seitens des Steuerpflichtigen der Antrag beim Finanzamt gestellt. Und danach erfolgt die Auszahlung. Es ist eine sehr schnelle Abwicklung, die dann innerhalb von wenigen Wochen erfolgt. Nur um Ihnen ein bisschen auch das Volumen vor Augen zu führen, also im Jahre 2014 wurden mehr als 500 Millionen Euro an Forschungsprämie ausbezahlt und das Ganze, und das war noch bei 10% und jetzt steigt das Ganze Richtung 600 Millionen. Um welche Tätigkeiten handelt es sich nun? Also grundsätzlich
Sind es Verbesserungen bei Produkten, bei Verfahren, bei Materialien? Es geht immer darum, dass man in der eigenen Branche hier Innovationsführer ist, sogenannter Pionier. Man kann aber auch ein sogenannter Parallelpionier sein. Das heißt, gibt es einen Mitbewerber, der gleichwertige Ergebnisse hat, aber man nicht weiß, wie er zu diesen Ergebnissen kommt, qualifizieren all diese Parallelpioniere. Es muss natürlich eine systematische Vorgangsweise sein. Eine Zufallserfindung würde nicht für die Forschungsprämie qualifizieren. Fehlgeschlagene F&E ist auch förderbar, ein wichtiger Punkt. Der Gesetzgeber und die Politik weiß, es braucht mehrere Projekte, um am Ende auch ein erfolgreiches Projekt zu haben. Also auch wenn hier ein Portfolio zum Beispiel von 10 verschiedenen Projekten ist, am Ende eines technisch erfolgreich ist, vielleicht jedes 20. dann auch wirtschaftlich. Alle diese Projekte, wenn ex ante sozusagen es nicht sozusagen auf der Hand liegen würde, dass es fehlschlägt, sondern wenn hier eine objektive Erfolgsmöglichkeit besteht, sind förderbar. Um Ihnen ein paar Beispiele aus der Erfahrung zu geben, wo Innovation stattfindet, das ist in der Automatisierung, in der Prozessoptimierung, es kann um Prototypenherstellung und Tests gehen, um Produktentwicklungen, Komponentensysteme und Integrationstests, auch die Bewertung alternativer Technologien und die Studie über technische Durchführbarkeit und Machbarkeitsstudien. Unserer Erfahrung nach, wenn wir mit Unternehmen hier zusammensetzen, ist das eine, es gibt Unternehmen, die sich eigentlich bis jetzt gar nicht als Forschungs- und Entwicklungsunternehmen begriffen haben. Sehr wohl, wenn wir mit ihnen zusammengesessen sind, haben wir gesehen, da gibt es großes Innovationspotenzial. Und die zweite Gruppe von Unternehmen sind Unternehmen, die die Forschungsprämie schon in Anspruch nehmen. Aber im Rahmen unserer Beratung haben wir gesehen, dass die Potenziale noch viel weiter sind, als auf den ersten Blick eigentlich von den Unternehmen wahrgenommen wurde. Ich darf nun an meinen Kollegen, Herrn Laure, weiterleiten, der nun auf weitere Aspekte der Forschungsprämie eingehen wird, beziehungsweise am Schluss auch noch auf die sogenannte Zuzugsbegünstigung, die steuerliche, für Forscher und wissenschaftliche Mitarbeiter. Ja, schönen Nachmittag auch von meiner Seite. Wie vom Herrn Magister Kober bereits ausgeführt, also die Forschungsprämie ist ein sehr interessantes und auch attraktives Instrument in Österreich. Jetzt stellt sich bei Ihnen vielleicht die Frage, was kann ich da jetzt an Bemessungsgrundlage oder als Kostenbasis ansetzen und dann als Forschungsprämie beantragen. Und wie schon gesagt, 2014 500 Millionen Cash-Prämie ausbezahlt vom österreichischen Staat, bedeutet im Umkehrschluss, dass die Bemessungsgrundlage über Österreich gesehen 5 Milliarden Euro betragen hat. Im Endeffekt, man sieht jetzt grob, welche Kosten oder Aufwandsarten berechtigen für eine Forschungsprämie. Ich darf kurz darauf eingehen bei Personalkosten. Also prinzipiell alle Personalkosten, die mit Forschung und Entwicklung in einem Zusammenhang stehen oder für Forschung und Entwicklung geleistet werden, können in die Bemessungsgrundlage aufgenommen werden, unabhängig davon, ob diese Tätigkeiten jetzt auch wirklich zu einem konkreten Erfolg führen. Auch interessant oder Potenziale auch sehr positiv zu sehen, inklusive aller Lohnnebenkosten. Also alles, was an Nebenabgaben, sage ich jetzt einmal, für Arbeitnehmer anfällt, die in diesem Bereich tätig sind, kann mit in die Forschungsprämie aufgenommen werden. Dann komme ich zum zweiten Punkt, jetzt unter Materialkosten angeführt. Im Endeffekt sind es alle Kosten, die von extern kommen, die Sie jedoch für die Realisierung eines Forschungsprojektes brauchen. Sei das jetzt Versuchsmaterialien, sei das externe Dienstleistungen wie Tests oder auch Zertifizierungstests, Zerstörungstests etc. Und wo es in Österreich sehr, sehr hohe Potenziale im Bereich der steuerlichen Forschungsprämie gibt, auch Investitionen können in die Bemessungsgrundlage aufgenommen werden. Und hier jetzt das sehr Interessante im Vergleich zu vielen anderen Staaten. In Österreich kann nicht nur die Abschreibung dieser Investitionen pro Jahr in die Forschungsprämie aufgenommen werden, sondern im Jahr der Anschaffung einer Investition, die für Forschung und Entwicklung angeschafft wird, können die gesamten Herstellungs- oder Anschaffungskosten dieser Investition in die Bemessungsgrundlage aufgenommen werden, wenn diese Investition für Forschung und Entwicklung erfolgt.
zusätzlich dann auch noch die gesamten Unternehmensgemeinkosten, die mit in die Forschungsbemessungsgrundlage aufgenommen werden können, auch im Schätzungswege, sofern dieses in einer verhältniswahrenden Ermittlung erfolgt. Vielleicht auch noch auf den letzten Punkt einzugehen, wie bereits von meinen Vorrednern angesprochen, die steuerliche Forschungsprämie und die direkte Projektförderung schließen sich einander nicht aus. Somit können Sie für Projekte, die direkt gefördert werden, auch zusätzlich die Forschungsprämie beantragen. Es sind jedoch nur von der Bemessungsgrundlage sind die direkten Förderungen, sprich die Zuschüsse, die Sie schon erhalten haben, in Abzug zu bringen. Ich darf dann auch noch zusätzlich auf ein anderes Instrument in Österreich eingehen, im steuerlichen Bereich der Forschungsförderung. Und zwar ist das jetzt mit der neuen Steuerreform 2015 sehr neu eingeführt worden in diesem Bereich. Es ist im Endeffekt eine Zuzugsbegünstigung, also ein Zuzugsfreibetrag für hochqualifizierte Mitarbeiter oder Personen nach Österreich. Und um jetzt den Konnex herzustellen für die Forschungsprämie, jene Mitarbeiter, deren Personalkosten für die Geltendmachung einer Forschungsprämie berechtigen, werden per Gesetz als begünstigt von dieser Zuzugsbegünstigung gesehen. Wenn Sie somit in Österreich ein neues Forschungs- und Entwicklungszentrum ausbauen und dazu Mitarbeiter von Deutschland nach Österreich zuziehen, die dann auch Tätigkeiten erfüllen, die für eine Forschungsprämie berechtigen, ist es möglich, für diese Mitarbeiter einen Zuzugsfreibetrag geltend zu machen, der 30% der tatsächlichen Einkünfte dieses Mitarbeiters für einen Zeitraum von 5 Jahren beträgt. Also jetzt einfaches Beispiel, wenn der Mitarbeiter im Jahr 100 verdient, sind nur 70 der österreichischen Einkommensteuer zu unterwerfen, wenn er nach Österreich zuzieht. Abschließend darf ich auch noch kurz auf direkte Förderungen eingehen, speziell jetzt auf die F&E-Förderungen in Österreich. Also es gibt in Österreich mehrere Förderstellen, kurz angeführt die FFG, die ABS und die KPC. Für Forschung und Entwicklung grundsätzlich zuständig die FFG, die Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft, sowohl für KMUs als auch für Großunternehmen, aber auch für österreichische Tochtergesellschaften von international tätigen Konzernen. Wie Sie sehen können, bei der FFG gibt es die unterschiedlichsten Programme, die sich einerseits an die unterschiedlichsten Themenstellungen, andererseits aber auch an die unterschiedlichsten Adressaten richten, beziehungsweise auch an die unterschiedlichsten Phasen des Entwicklungsprozesses, hier im linken Kreis angeführt. Rechts sehen Sie grundsätzlich, die FFG fördert grundsätzlich in Form von Zuschüssen und zusätzlich einem zinsgünstigen, aktuell zinsbefreiten Darlehen, wobei die Zuschüsse abhängig sind, die Höhe bzw. auch die Förderquote abhängig von den jeweiligen Programmen, die wiederum links angeführt sind. Dann darf ich mich bei den werten Zuhörern und Zusehern herzlichst bedanken und würde Sie sehr freuen, hier in Österreich begrüßen zu dürfen. Als Ansprechperson auf der einen Seite hier Herr Bachleitner von der Austrian Business Agency, aber auch wir von Deloitte Österreich würden uns wirklich sehr freuen, wenn Sie Kontakt mit uns aufnehmen, und wir stehen Ihnen selbstverständlich auch abseits dieses Webinars für eine Telefonkonferenz oder auch für eine Skype-Besprechung jederzeit zur Verfügung. Oder wenn Sie vor Ort in Wien sind, bitte melden Sie sich gerne auch zu einem persönlichen Gespräch. Ich danke Ihnen herzlichst und wünsche einen schönen Tag.